Moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zum FIFA 20 Karrieremodus mit den 1. FC Kaiserslautern. Wir sind Tabellenzehnter. Sehen echt mega scheiße aus, spielerisch sowie tabellarisch. Und haben jetzt das Aufstiegsduell gegen Uerdingen, was die rein tabellarisch schon gewonnen haben. So möchte ich das sehr gerne spielen. Deshalb hoffe ich doch, dass es trotzdem bergauf geht mal. Denn das ist langsam echt nicht mehr feierlich. Sehr schön, mit Easy Panisi. Schön, mit Easy Panisi. Schön, mit Easy Panisi. Krass. So macht man das also, ja. Zack, easy panisi. Wenn man einmal nochmal stoppt, dann kann man immer nochmal richtig reinhauen, wa? Wenn man so... Oh, geht auch. Anscheinend ist der Hut einfach gut. Was mache ich hier eigentlich? Zack, einfach ausgeguckt, hat er den Jungen. Bam, danke Torwart. Schönes Ding. Wir haben jeden Schuss reingemacht. Krass. Hey, Bettlerman hat keine Chance gehabt. Aber kein Problem. Wow, Alter, die haben ein Stadion. Krass. Gönnt euch mal ein bisschen. Düsseldorf Arena. So nennen sie das. Ist der Gespini in Düsseldorf, oder was? Das ist heftig. Das ist heftig. Und ihr spielt auch noch in derselben Liga. Was macht ihr denn, wenn ihr gegeneinander spielt? Klärt mich da jemand mal auf? Piotrowski. Maro. Ich werde direkt defensiv spielen, weil... Ich habe keine Hoffnung, dass ich offensiv je was reißen werde. Es sei denn, ich kann kontern. Sulaim. Rühle. Maro. Die zermürben uns jetzt schon. Piotrowski. Nicht Piotr Trochowski, sondern Piotrowski. Rückspiel auf Maxo. Hey, den kenne ich noch. Aus der dritten Liga irgendwie. Kirchhoff. Das ist der Jan Kirchhoff. Krass. Spielt er noch bei Bayern? Ich habe keine Ahnung mehr, wo der rumlungert. Das ist so einer der Spieler. Die habe ich schon längst aus dem Fokus verloren. Ich wollte gerade sagen, ey. Ich habe fast verschluckt. Sehr schön. Nach innen gelegt. Sehr schöner Laufweg von Pick. Mit einem Trick. Er schießt einfach mit Gewalt einfach den Ball rein. Krass. Was für ein schöner Laufweg. Jetzt mal ohne Witz, liebe Leute. Was ist das für ein wundervoller Laufweg gewesen? Und der Ball, also der Passweg, war auch sensationell. So will man das doch sehen. Lief alles wie geplant und am Schnürchen. So will ich das gerne oft sehen. Immer. Am besten. Wenigstens ansatzweise. Siaras. Über außen. Sickinger. Ey. Diebstahl. Ey, das ist Diebstahl. Weg damit. Ja, sehr schön. Schad spielt den so krass über außen. Hut, Alter, Hut. Dem geht's auf einmal gut, oder was? Einfach. Ein guter Pass. Also der kam nicht an, aber der Pass war trotzdem so gewollt quasi. Nicht ganz so perfekt, wie ich das wollte, aber das war wenigstens versucht, den so zu spielen, wie ich das will. Leon Jai. Sulaim. Maro. Sulaim nimmt chilligen Flankenball auf Piotrowski. Siadas. Wieder rüber zu Sulaim. Grimaldi. Steckt den Ball fast durch. Matuvila. Der hat die Ruhe weg. Der schießt den Ball auch, als hätte er die Ruhe weg. Und da ist Pick. Der Junge hat Geschick. Auch wenn er den Ball jetzt komisch angenommen hat. Und nicht mehr hinterher kam.
Der Junge macht das schon. Rühle. Sein erstes Saisontor übrigens. Niemals. Sicking erklärt. Eckball. Oh, ich hasse kurze Ecken. Siadas. Jodrowski. Wieder nach außen. Abseits. Ja, wir führen. Ich mag ich ungern wieder hergeben. Matuvila. Einfach durchgesteckter Ball. Wunderschön. Pick. Ach, komm. Nicht gut genug. Aber es war doch schon mal was. Pick versucht es. Skalatidis. Pick. Sehr schön. Ah, er wollte nochmal abbremsen. Schade. Kübler mit dem Kopfballduell, sage ich jetzt mal dazu. Ah, er wollte mit Bergmann. Der Bergmann. Ich muss den Ball irgendwie ordentlich... Ah, ich konnte den nicht ordentlich positionieren, egal was ich gedrückt habe. Die haben einfach nichts gemacht. Lieben Jungen. Was ist in meinem Hals hier? Skalatidis. Schade, dass der Ball nicht ankommt einfach. Es wäre doch mal schön, einen Kurzpass zu spielen, der auch ankommt. Dieses Gefühl kenne ich schon lange nicht mehr. Kirchhoff. Kirchhoff, Piotrowski. Sulaim. Und da ist alles frei. For free. Und wenn Otto den reingelassen hätte. Alter. Ecke, kurz. Sulaim. Siadas. Piotrowski. Abseits. Abseits auf die Spaghetti rau. Ravioli, Ravioli und Parmesan zuhauf. Ich weiß nicht, wie ich sowas angehen soll. Wieso muss ich den Angriff jetzt starten, obwohl ich defensiv spiele? Kann mir das mal einer verraten? Sehr schön durchgesteckt. Spalvis, nicht schlecht, nicht schlecht. Hast du gut gemacht. Das geben wir doch wieder her. Ich spüre das doch jetzt schon, ey. Großkreuz. Kevin Großkreuz. Rühle, Rühle, das gibt eine Mühle. Sulai. Oh, hat sich gut behauptet. Rühle. Grimaldi steht frei. Kann flanken. Siadas kommt zum Kopfball. Schummelt sich da einfach irgendwie vor. Ich hasse das. Ehrlich, ich hasse es. Spalvis. Er gewinnt irgendwie den Luftkampf, aber bringt nichts ein. Rühle, Grimaldi und ich komme nicht hinterher einfach. Das ist auch nicht so geil. Schönes Ding. Schön raus. Schöner Laufweg. Schön in die Mitte. Einfach Skalatidis-mäßig gut drauf. Königshofer, aber wie ein König. Wie ein König vom Hofe. Oh, aus kurzer Distanz. Ich hätte noch einmal durchstecken sollen. Bergmann. Matuvila, ein Kopfballtor, den wir durch Ecke kriegen. Schaffen wir die. Das wir durch Ecke kriegen, natürlich. Der Verteidiger bückt sich. Krass. Das habe ich noch nie gesehen. Rühle. Vollkommen. Piotrowski. Da ist er schon wieder. Kirchhoff. Jan Kirchhoff. Sulaim. Piotrowski. Alles ist frei. Ich kann nichts machen. Mann, geh doch hin da. Und dann passt er dir nicht raus ordentlich. Ah. Halbzeit, aber das war am Ende schon wieder nur Rotz gerade. Freiburg führt gegen Osnabrück und das andere Ergebnis habe ich gerade nicht so gesehen. Direkt zum Anstoß. Kübler. Schad. Da haben wir Kübler. Wir haben Zeit, Leute, wir haben Zeit. Da ist Matuvila. Bergmann.
Sehr schön. Einfach rein. Schade. Ja, Platz war da. Warum? Schade. Warum auch nicht, ne? Einfach mal reinhauen, den Ball. Sieh ja das. Piotrowski, Kiki. Lim Jung-Jae, ja, desi. Que sera. Gut. Faul. Hör auf damit, du faule Sau. So, Schad mit einem unfassbar starken Ball. Schad. Was soll ich machen? Es ist alles voll. Ich bin nicht mal unter Druck und ich muss aber, will nach vorne spielen, aber ich kann nicht, weil es ist halt einfach kein Platz. Oh, sehr schön. Flanke zum Torwart. Also abgefälscht, ich weiß, aber trotzdem. Der mit einem weiten Ball. Bergmann. Zurückgelegt auf Bachmann. Nicht zu verwechseln, die beiden. Ich habe sie mittlerweile auch auseinanderhalten können. Ja, das klärt. Einwurf für uns. Zurück zu Kübler. Da ist er. Schade. Einfach. Och, komm. Gut. Geht's gut. Wieder hinten rum. Ach, schade, dass der nicht weiter rausspielt. Schade, Schokolade. Sulayim. Kübler. Da ist er. Skalatidis. Da ist Spalvis. Und irgendwie kommt der Ball einfach nicht rein. Es passiert einfach nicht, dass ich das jetzt irgendwie über die Bühne bringe, ordentlich. Siadas. Komm, kämpf ein bisschen. Auch wenn du mal ein bisschen ruppig sein musst. Maxo. Verliert nicht die Ruhe. Schade, habe ich drauf spekuliert. Aber als Computer ist man wohl gut drauf. Einwurf, Schad. Gut. Viel zu übertriebener Pass. Ich habe ganz locker X gedrückt. Er rastet quasi völlig aus dem Stand und schießt den Ball. Direkt gegen die Wade. Rühle. Ganz weit zurück der Ball auf Maro. Schön, komm. Ja, sehr schön. Skalatidis, zurückgelegt. Komm, schicken wir ihn. Ach, Mensch. Es ist einfach unmöglich für mich, ordentliche Spielzüge zu machen. Sehr schön von Schad, glaube ich, was. Und da ist Pick auf den Lauf. Weg zum Tor. Mit dem Pass nach hinten ins Nichts. Ich wollte einen Schuss antäuschen. Also eine Flanke antäuschen oder was. Einfach einen Ball antäuschen. Sulayim. Kirchhoff. Konrad. Raus. Die sind alle frei hier fast. Gucken wir mal, wen wir hier wechseln können. Na Hut, den können wir immer wechseln. Darauf können wir schon Gift nehmen quasi. Bertram. Skalatidis. Hämlein. Guck mal, machen wir Hämlein, Bertram, Tausch. Pick. Starke. Schon haben wir's. Komplette offensive Reihe, die wir da ausgewechselt haben. Mann. Ich habe schon Angst gehabt. Sickinger, Kübler. Guck mal, es ist alles eng. Ich kann nichts machen. Schad, Kübler, Bertram. Wir brauchen gar nicht denken, dass ich jetzt hier offensiv agiere, Alter. So riskant wie sonst immer. Was ich sonst immer mache. Schönes Ding.
schön durchgesteckt. Ah, ich wollte eine Flanke machen mal. Aber ich wollte auch mal frei zum Flanken kommen. Was sollte ich denn da jetzt machen? Alle waren gedeckt. Sehr schön. Schade. Sehr riskant. Sehr riskant. Aber trotzdem. Hat funktioniert. Osabe. Osabe. Das waren Duelle gegen KFC Uerdingen in der letzten Saison. Wo es nicht um diese komplette Mittelmäßigkeit ging. Ich will aufsteigen eigentlich. Aber so, wenn ich so spiele, kann ich nicht aufsteigen. Was macht Otto da? Er hätte die fahren können. So muss ich den einwerfen. Sehr schön. Hey, warte mal. Ach, schade. Oh mein Gott, ich muss jetzt vorsichtig sein, aber sowas von. Oh mein Gott, was macht der? Scheiße. Hör auf. Neunundachtzigste. Weg damit. Sehr schön. Einfach. Oh nein, wieso denn so? Alter Überzahl, aber sowas von. Was denn jetzt? Freistoß. Bergmann, Alter. Wir wissen, du kannst das. Einfach schade. Aber gut. Wir gewinnen 1:0 auswärts gegen Uerdingen. Das kann sich ja, das kann man verkraften. Diese Spiele sind ein Krampf, ehrlich. Aber dieses Tor war auch mega gut. Super gemacht, Pick. Er wollte es. Er schiebt den Ball in den Winkel. Dieser Strahl, er wurde hinterhergezogen. Sehr schön. Bin sehr stolz. Einfach weiter. Einfach weiter, ohne Atmen. Düsseldorf gewinnt 2:0. Osnabrück, Freiburg 1:4. Ich kann jetzt quasi jetzt schon nicht mehr die ganzen Mannschaften da vorne einholen. Dafür müssen die ja voll patzen öfter und ich nur noch gewinnen, ey, quasi. Ich weiß ja nicht. Sickinger. Wir sind jetzt Neunter. Mal gucken, wie das jetzt in dem Spielplatz so Spieltag so bleibt. 10. Wir sind immer noch Neunter. Das ist schon mal gar nicht so ein schlechtes Zeichen. Zu Platz 3, 28. Wir 13. 15 Punkte Unterschied zu Platz 3. Das ist scheiße, ehrlich gesagt. Oh, zu Platz 1 auch. Das ist ja... Mann, Mann, Mann. Als ob wir das hier schaffen, ey. Das sind die großen drei da vorne. Übel. Na gut, liebe Leute. Das nächste Mal geht es gegen VfL Osnabrück. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Seid dabei und ich hoffe, es geht sowas von mal gut voran. Bis zum nächsten Mal und ciao.